So, dann habe ich mir schon mal alles zurechtgelegt und dann kann ich endlich anfangen mit dem Bügeln. Oh, warum muss denn gerade jetzt das Telefon klingeln? Claudia Vogel, hallo? Ach, Maren, du bist's. Nein, nein, du störst nicht. Du wolltest mich was fragen? Was denn? Schieß los. Du hast heute eine wichtige Veranstaltung und kannst die kleine Isabel nicht mitnehmen? Ach, ich soll auf sie aufpassen? Über Nacht? Wart mal ganz kurz. Ich frag lieber mal Emma, ob sie einen Übernachtungsgast überhaupt haben will. Oder? Ach, nee, ich glaube, das brauche ich nicht. Also von mir aus kann die kleine Isabel gerne kommen. Heute Abend? Ja, passt mir gut. So um 18 Uhr? Okay, bring sie vorbei. Bis dann. Ach, ich glaube, da wird Emma sich ziemlich drüber freuen. Endlich ein Übernachtungsgast. Sie hat sich auch mal so eine Übernachtungsparty gewünscht, wie Julian das einmal gemacht hat. Wisst ihr was? Ich brauche keine Freunde. Ich hab ja euch. Und ihr seid meine besten Freunde. Stimmt's, ihr beiden? Ihr seht es doch genauso, ne? Hab ich mir gedacht. Wir halten zusammen, wir drei. Ich werde ihr trotzdem schon mal Bescheid geben, sodass sie weiß, dass heute jemand anderes noch in ihrem Zimmer übernachten wird. Emmalein, mein Spatz, Emma! Oh Mann, Mama, musst du mich immer so erschrecken? Oh, Entschuldigung, Emma, was machst du denn so? Spielst du? Ich habe mir gedacht, wie wär's denn, wenn du heute einen Übernachtungsgast hättest? Wie würdest du das finden? Oh, das würde ich super finden, Mama. Ja, Übernachtungsgast. Das habe ich mir doch gedacht. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Oh Mama, ich würde es richtig klasse finden, wenn du mal hier bei mir in meinem Zimmer übernachtest und dann kannst du mir auch gute Nachtgeschichten vorlesen und ich kann dir auch gute Nachtgeschichten erzählen. Emma, mit Übernachtungsgast meinte ich eigentlich nicht mich, sondern eher ein Kind in deinem Alter. Was für ein Kind in meinem Alter? Von wem redest du? Ich meine Isabel, deine Cousine. Ich verstecke mich hier in der Ecke, dann wird Isabel mich nicht finden. Ach, Emmalein, es gibt doch gar keinen Grund, sich zu verstecken. Das wird toll. Ihr werdet euch gut verstehen. Und du wolltest doch unbedingt mal über eine Übernachtungsparty machen. Mach dir keine Gedanken. Das wird schon gut gehen. Ihr werdet euch prima verstehen. Und vielleicht werdet ihr sogar Freunde. Oh, ich glaube, das wird ganz schlimm. Ich möchte nicht, dass Isabel bei mir schläft. Oh. Oh, die Kinder werden Augen machen, wenn sie sehen, was es zum Abendbrot gibt. Ich habe extra selbstgemachte Salami-Pizza gemacht. Wie die duftet. Lecker. Kinder, kommt ihr denn runter? Julian, Hanna, Emma, Abendbrot! Was riecht denn hier so toll? Ist das mein Parfüm? Na, ich trage doch gar kein Parfüm. Das riecht nach Pizza! Ich habe gar keinen Hunger. Mama hat gesagt, dass Isabel dann so zum Essen ungefähr kommt. Ich will nicht, dass sie kommt. Emma, sag mal, auf was wartest du denn noch? Mama hat gerufen zum Essen und ich bin mir zu 100% sicher, 100%, dass es Pizza gibt. Ja, so, ja, doch Pizza. Pizza? Habe ich da etwa gerade Pizza gehört? Ah, ich wusste es. Mama, du bist die Beste, die allerbeste. Pizza! Das habt ihr richtig erkannt. Allerdings muss der Tisch noch gedeckt werden und wir brauchen auch noch ein paar Stühle und auch Emmas Hochstuhl. Ich deck den Tisch. Und ich hol die Stühle. Emma, du kannst dich schon mal hinsetzen. Mama, ich will aber gar nichts essen. Ich habe keinen Hunger. Ist mir egal, ob es Pizza gibt. Ach, Emmalein, du isst doch total gerne Pizza. Was ist denn nur los mit dir? Ich will nicht, dass Isabel kommt. Das habe ich schon gesagt. Ich habe keine Lust darauf. Ach, Emma, komm, iss wenigstens die Pizza. Tu es für mich, nicht für Isabel. So, wer möchte denn das erste Stück? Hier! Ich, Mama! Mama, hier! Nein, Hier, hier! ich! Mama, da steht Tante Maren vor der Tür. Was will die denn hier? Ja, stimmt. Ich habe mich auch schon gewundert, warum hier so viele Teller sind und warum die extra Stühle. Ach nö, kommen die etwa zu Besuch? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Nils. Ach nö. Ach, hallo Maren. Schön, dass du da bist. Du kommst gerade richtig. Beziehungsweise Isabel, die wollen gleich essen. Schau mal, Isabel, es gibt Pizza, die isst du doch gerne. Du hast doch bestimmt schon Hunger. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier was essen möchte. Der Haushalt hier ist so unhygienisch, Mama. Oh, wie es aussieht, ist nur Isabel da. Bin ich froh, dass Tessa nicht dabei ist. Die anderen kommen auch nicht. Das ist nur mein Gast. Ihr habt's gut. Boah, wenn Nils jetzt hier dabei wäre, ich glaube, da müsste ich mich eigentlich in meinem Zimmer verstecken. Oh nee, da müsste ich ja unter meinem Bett und da pupse ich eigentlich immer. Oh nee. Ja, Julian, ich weiß. Ich bin die Angeschmierte jetzt. Ich bekomme einen Übernachtungsgast, den ich überhaupt nicht haben will. Claudia, vielen Dank, dass du Isabel übernimmst. Also ich muss jetzt wirklich ganz dringend los. Termine. Also Kein du hast echt Problem. was gut bei mir. Schon gut, Maren. So, meine Kleine, dann würde ich sagen, geht's gleich los mit dem Essen. Oh, Mama, was denn jetzt mit der Pizza? Die wird schon langsam kalt und ich mag keine kalte Pizza. Julian, du musst dich jetzt noch ein bisschen gedulden. Wir müssen erstmal hier unseren Gast Mann. jetzt platzieren. Und die kommt noch in den Hochstuhl. Ja, weil Isabel nämlich ein Baby ist. Sie kann nicht auf dem richtigen Stuhl sitzen. Oh. So, und das erste Stück von der Pizza bekommt natürlich unser Gast. Bitte schön, lass es dir schmecken, Isabel. Was ist das für eine Pizza, Claudia? Die sieht ja total komisch aus. Ist die selbst gemacht?
Komisch, die sieht aus wie immer. Ja, die habe ich selbst gemacht. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Oh Mann, dabei wollte ich doch das erste Stück haben. Und wie, Isabel mag die Pizza noch nicht, wa? Also was hat die denn für einen Geschmack? Ist die mal eine Plastikpizza oder wie? So, dann ist ja jetzt jeder versorgt, also. Guten Appetit. Und, wie schmeckt sie euch? Ist sie lecker? Mama, also, ich muss sagen, diese Pizza ist, glaube ich, mit die beste Pizza, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Auch wenn ich gar keine haben wollte, muss ich sagen, die schmeckt lecker. Sehr lecker, Mama. Oh, ich finde das so eklig. Ihr esst die alle mit den Händen. Oh, wie die Schweine. Jetzt ist mir total der Appetit vergangen. So, ihr beiden, ihr kommt als erstes ins Bett. Isabel, du wolltest ja nichts essen. Vielleicht überlegst du dir das nochmal. Also, du hast jetzt noch eine letzte Chance. Ansonsten geht's jetzt ab ins Bettchen. Oh, endlich sind die Babys im Bett. So, während ihr euch Bett fertig macht, baue ich schon mal das Schlaflager auf. Okay, Mama, wir putzen schon mal unsere Zähne. So, das ist meine Zahnbürste. Isabel, wo ist denn deine Zahnbürste? Wo ist die denn? Ich habe keine Zahnbürste dabei. Also, das mache ich normalerweise auch nicht selber. Das macht immer meine Nanny und das ist auch eine elektrische Zahnbürste. Ist mir egal. Dann putzt du halt keine Zähne. Voll eklig. Emma, wärst du so freundlich und würdest mir mit deiner Zahnbürste die Zähne putzen? Igitt, Isabel, nein, du darfst meine Zahnbürste nicht in deinen Mund stecken. Und ich werde auch ganz bestimmt nicht deine Zähne putzen. Warum sollte ich das tun? Du bist ein Baby. Du kannst schon mal ins Bett gehen, ohne geputzte Zähne. Okay, ich sag's auch nicht weiter. Schlafe ich auf dem Boden oder schlafe ich in Emmas Bett? Dieses Bett weist doch etwas mehr Komfort auf. Und außerdem ist es ein Prinzessinnenbett. So eine Prinzessin, wie ich bin. Oh Mann, Isabel ist nicht auszuhalten. Ich wollte von vornherein nicht, dass sie kommt. Und Mama hat es einfach gemacht. Die darf nie wiederkommen. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hat sie sich einfach in mein Bett gelegt. Oh, schlimmer kann das nicht mehr werden. Ich will, dass sie nach Hause geht.